ich denke mal, das könnt ihr mir verzeihen. Wenn nicht, dann geht auch mal anders hin. Ich habe jetzt 1000 Abonnenten, ich verdiene jetzt 1 Million pro Monat. Mindestens. Oder auch nicht. Ich freue mich immer noch übel über die 1000 Abonnenten. Was mich ankürzt, dass YouTube mein Special kaputt gemacht hat. Aber man... Weiß. Was? Weiß. Was ich aber lustig finde, dass ich meine Ed Sheeran Musik trotzdem durchgekriegt habe. Ich habe es einfach doppelt übereinander gelegt und dann ging das. So, es wird jetzt Nacht. Lol, meine Angel leuchtet im Dunkeln. Lol, meine Angel leuchtet im Dunkeln. Guckt euch das mal an. Wow. Der mit der Leuchtangel. Was? Entschuldigung, die Musik, die treibt mich gerade dazu. Das ist geil, meine Angel leuchtet. Was denn? Ich hab gerade so richtig dummen Flash abgelegt. Kennst du das? Wenn du gerade mitten im Fight bist und so richtig greedy und du weißt nicht mehr, was du machen willst, du flasht einfach. Nein, das, überhaupt nicht. Das passiert bei mir. Ich spiele so professionell, das kenne ich einfach gar nicht, das Gefühl. Übel geil, ich bin einfach geflasht. Ich bin auf dem gleichen Fleck geflasht. Kenne ich überhaupt nicht, das Gefühl. Oh, so gut, ey. So schlecht, ne? Richtig schlecht. Was ich auch richtig geil finde, sind die Flashs, wo die Leute flashen. Und dann so lange nach dem Flash stehen bleiben, dass der Flash vollkommen sinnlos war an sich eigentlich. Oder hinterher flashen und wieder wegrennen. Das ist auch immer geil. Ja, bloß ich flash in den, oder in den Tower verfolgen, fast sterben und dann noch rausflashen. Das war ja nicht schlecht. Oder was ich letztens hatte ist, da wollte einer Backdoor in den Tower, stellt sich in den Tower rein, stirbt im Tower und macht seinen Sonjas an, obwohl nichts da ist, was ihn irgendwie hätte retten können. Ja, Sonja ist verballert, gestorben und der Tower stand immer noch. Das Bronze Blaze. Easy peasy. 4-1 steht K6. Das ist gut. Normal bei K6, ne? Ne, bei meinem K6. Der ist auch sehr stark. Ja, Flo spielt K6 mit Rabadons. Ja. Also ich wollte auch übel geil. Mein Metabild, K6, Rabadons, danach Rilias und dann doch vielleicht, ja, manchmal Zero Chase, manchmal Statics. Ich hab vorhin auch einen Gangplank gehabt, gell? Und da hat er erstmal zwei Rabadons im Bild. Und ich frage ihn so, warum zwei Rabadons? Und er so, für meine W. Aber warum was? Zwei Rabadons? Gangplank. Geil, Gangplank. Und das Geilste ist ja, ich hab mich nicht aufgeregt, dass er eine Rabadons hat, sondern dass er zwei hat. Scheiße, hab ich irgendwie so eine. Ja, das ist gut. Weil die geilste Antwort. Warum zwei Rabadons? Für meine Wehe. Warum zwei Rabadons? Hey, für eigentlich für seine Wehe? Für sein Heal oder was? Ja, der funktioniert damit AP. Ist ja mega useless. Ja, keine Ahnung, aber ich hätte mich nicht gestoppt, wenn er einen gehabt hätte, weißt du? Es ist Bronze. Aber zwei? Echt jetzt? Glaubt ihr, der Effekt deckt sich doppelt oder was? Ja, also wenn ich zwei Rabadons hab, dann habe ich doch logischerweise 60% mehr AP. Ist doch logisch. Und wenn ich 5 Rabadons hab, dann habe ich 100 pro 50% mehr AP. Ich frage mich, warum keiner über 1900 AP erreicht. Das ist doch voll einfach. Oder wie siehst du das? Lieber. Auf jeden Fall. Ich renne immer mit 5 Rabadons rum. AD Carry, Supporter, Jungler. Rabadons ist Standard. Ich will eine Spinne. Ich hasse Spinnen. Spinnen sind scheiße. Wo ist er denn? Da ist er doch. Da ist er. Ja, komm her, Speedy Spini. Ja, komm her, Speedy Spini. Ja, komm her. Ja, wo bist du denn? So, schlafen. Du kannst nicht schlafen, während Monster in der Nähe sind. Noch eine Spinne! Oh. Spini Spini? Ah, Zombie Zombie. Creeper! Wow, wie kommt die hier rein? Ach, da draußen sind ja... Ach, scheiß die Wand an. Ich hab einen Creeper im Haus. Super. Ich hab einen Creeper im Haus. Da ist nicht die Sub-Morgana will meinen Blubber fangen. Es ist sehr intelligent. Jetzt reicht's aber, hier ist doch nicht free to welcome. Es ist übrigens sehr intelligent vor seiner Haustür.
Falldinger zu bauen, dass die Zombies von alleine reinkommen können. Ey, manchmal, ne? Ich hab mir noch so überlegt, ob die Zombies das machen und dann so, nein, das machen die bestimmt nicht, ja, denkst du dir. Kann ich jetzt schlafen? Nein, ich kann immer noch nicht schlafen. Was ist denn das? Oh, jetzt ist offen. Ist schon was drin? Hallo? Also hier ist schon mal nichts. Dann verzaubern wir erstmal unser Diamantschwert. Mal schauen, was rauskommt dabei. Oh, scheiße! Alter Schwede! Haltbarkeit 3, Nemesis der Gliederfüßer 4 und Plünderung 3. Ich bin Fame. Ich würde sagen, wir können auf Endermännerjagd gehen. Geiler Stuff, Bitches. Biatches. Biatches. Yeah. Oh, das ist geil, Alter. Ohne Mist. Ich habe Lachs gefangen. Ich habe 1000 andere Viecher. Lachs. Lachs. Ich habe Lachs gefangen. Ich hab Legs. Eat it. Eat it. Ey, yo, ich hab wieder 5 Kilo Legs gefangen. So, da hab ich hier 20 weiße Teppich. Hab da Bock, hier irgendwie Teppich zu verlegen. Ich weiß auch nicht warum, ich will's Teppich verlegen. Ich mag Teppiche. Was ich jetzt ja ziemlich geil finde, was mit Teppichen... Ja, okay. Also ich heiße im Game immer noch NeverGSLP. Du darfst Leuten noch nicht meinen Namen verraten. Okay, wir müssen jetzt ganz ruhig sein, damit die Leute nicht wissen, dass NeverGSLP Frank heißt. Also ganz ruhig und nicht nochmal erwähnen, dass NeverGSLP Frank heißt, ne? Okay? Ja. Okay, gut. Meinst du, hat jemand gerafft? Sicher nicht, gell? So, guck mal, was passiert wieder. Ich brauche 20, um meine Angel zu reparieren. 20 Level. Wucher! Wucher, sage ich da nur. Abzocke. Immer noch eine Spinne vor der Haustür. Halte ich meine Wolle jetzt? Halte ich überhaupt Wolle? Ich weiß es nicht. Wolle, 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 Wolle. Wolle, Wolle. Ich glaube, ich hätte keine Wolle. Ich habe nicht mal Schafe. Wie soll ich da eigentlich Wolle haben? Interessante Frage, ne? Nein, ich habe keine Wolle. Ich habe wirklich auch keine Schafe. Ich sollte mir vielleicht eine Schafsform zulegen, bevor ich weiterspiele. Achso, soll ich schlafen, aber ich kann nicht wegen der Spinne. Wolle, Wolle haben? Ey, diese Fotzen, die destroyen immer meinen Pink-Buff. Das ist echt kacke. Ich mag sie nicht, Frank. Mach mal was dagegen. Du sollst doch nicht beleidigend werden im Let's Play. Verdammt. Ich hab dir was gesagt, Tim. Tim? Tim. Ich nehme jetzt irgendwelche anderen Farben mit. Warum? Weil ich's kann. Easy peasy! Ja, wie vorhin! Da hab ich mit Legendary Potato zusammen gespielt, gell? Wir haben das Spiel verloren, ich glaube zu 6 zu 40 oder so. Und er so am Ende meinte nur so, lief doch ganz flockig. Echt? Ja! Ich bin das übel geil, wie der da ruhig bleiben kann. Na klar, der hat halt keinen Zwang, ne? Der weiß genau, ich bin dir. Ja, ne? Das ist so geil. Dir 1. Was willst du eigentlich von mir? Ne, die hat 2 ist nur noch. Ja, selbst das. Ja, ne, war so geil. Lief doch ganz flockig. Das war eiskalt. Hat er warm TS oder was? Ne, hat er geschrieben dann. Alter, dieser Lucian, Junge, ne? Der ist so schlecht, ey. So. Ja, das ist Wukong, Junge. Da bist du selber dran schuld. Bob. Bob, hast du es gerade Bob genannt? Tim. Timothy! Wo ist die Spinne eigentlich? Ist doch gerade hier runtergefallen. Da ist er doch. Dämliche, schlafraubende Spinne. Okay, ich muss mir jetzt irgendwie hier mal, Zombies! Zombies! Ich brauche Level 20, komm, gib her! Oh, ich brenne. Ah!
rennen, Pfeil, super, was für ein Tag. Noch ein Zombie! Gib mir dein Level! Super. So. Ich muss jetzt irgendwie eine Schafsfarm hier herholen. Dann brauche ich das mal ganz kurz. Was ist das so dunkel hier drin? Ach, eben nicht so dunkel. Ich brauche Zäune. Super Hammer. Ich bräuchte dann auch noch das da und das da. Super. Die Schafsfarm würde ich jetzt einfach mal eiskalt hier hinpacken. Wofür wir allerdings vorher den Stein wegmachen müssten, aber wir haben ja noch eine Diamantschaufel hier gehabt. Genau, da ist er. Ich verstehe nicht, was die Leute so cool finden, daran Diamant zu sein. Weißt du, ich habe ja auch eine Diamantschaufel. Ich bin deswegen auch nicht sehr... Du bist schon anders. Ja, ne, vor allen Dingen, was die Witze angeht, das ist ein bisschen sehr special bei mir. Mein Alter, Geld? Ohne Mist jetzt. So, mal gucken, ob wir hier jetzt... Vielleicht zimmer ich jetzt hier meine Mauer rein. Dann rupp ich das wirklich jetzt hierhin alles auf. So. Dann rupp ich das komplett bis hierher alles auf und dann sorgen wir mal dafür, dass rings... Boah, ich hasse dieses Musikstück. Ich verpasse es aber immer wieder rauszutun. Sneaky, sneaky. So. Ich habe keinen Platz mehr für irgendwas. Na gut. Dann machen wir hier rings um unser Haus erstmal so eine kleine Mauer und sind dann erstmal sicher vor Creepern und so. Das wäre so mein Traumwunsch erstmal. Diese behinderten blöden Säcke. Blöd, dass ich durchgehen. Behindert, naja. So. Obwohl, ich habe echt Bock auf Schwarzpulver mal. Ob ich mal ein bisschen mit TNT rumspielen soll, das wäre mal eine Option, ne? Mal jemand meinen Tee in das Gesicht klatschen. Tut schon irgendwo selber weh, diese Witze. Ja. So. Man kommt natürlich eine Steinmauer noch davor, das wird keine Erdmauer. Dann müsst ihr erstmal noch weiter runter graben. Lalalalalala. Lalalala, lalalala. wir bauen uns mal ganz kurz hier eine Workbench hin. Und bauen uns... Na, so. Come on! Und bauen uns dann hier mal eine Kiste davor. Wo wir erstmal alles reinpacken können. Sehr gut. Und weiter geht's. Lässig. Jetzt nur noch den ganzen Mist hier abarbeiten und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir erstmal eine Baufläche, eine kleine. Auf der wir Gehege für Schafe, Schweine, Kühe bauen können. Bis sonst kriegt man ja auch noch raus, super. Hier 6 hat Lissandra, Kata hat 5,5, Chukat 3,3, Morgana 3,3, Lucian 4,5. Na gut. Hast gewonnen? Noch nicht, es steht, es ist ein sehr knappes Game, ich mag solche Games. Wo ich entscheiden kann, dass wir verlieren oder nicht. Meistens geht's dann negativ für ihn aus. Nein, das stimmt nicht.
Wenn ich schlecht halte, ich bin Dark. Du bist Silber 3, ich mach dich gerade so schlecht wie Silber 5. Wo du ja sehr lange hinkst. Silber 4 war das, mein Freund, Silber 4. Nee, Quatsch, doch, Silber 4. Das war Silber 5. Nein, das war Silber 4. Du wolltest dich dann auf Bronze 1, auf Bronze 5 runterstufen lassen, dann hast du mich voll geheult, wie schlecht du denn wärst und dass das an dir liegen würde. Ja. Und dann war mein, das sehe ich ein, dass es an mir liegt. Und dann war, mein Standardkommentar eigentlich, ich bin Bronze 2, was willst du eigentlich? Ja, das war sehr aufbauend für mich. Ja, das war, darauf hat er mal gehofft, dass ich das sage. Aber ich gönn's ihm ja. Weißt du, welchen Punkt ich am liebsten mag bei LOL? Jetzt wenn das Gegnerteam anfängt, die in den Chat schreiben, report den und den in meinem Team bitte. Dann ist eigentlich schon gelaufen, du hast gewonnen. Ja, das ist so. Ich finde sowas allgemein ziemlich scheiße, egal in welchem Team oder so. Ich finde es sogar schon so weit, dass ich die Leute, die reported werden sollen, Honor, solange sie nicht wirklich getrollt haben, damit sie für den Report, den sie bekommen haben, auch gleichzeitig noch einen Honor bekommen haben, wodurch der Report ja sinnlos ist. Der zählt ja dann nicht, der Report, wenn gleichzeitig Honor. Weil manche Leute werden echt zu, zum Beispiel wenn du so eine super, was war denn das letztes, da habe ich mit dem Shogun vorhin gespielt gehabt, gell, als Gegner. Und der Shogun hat halt gegen den Potato gespielt. Und den Potato, sie wollten so unbedingt reporten, weil er denn so schlecht gespielt hat. Ja, was willst du machen, wenn du gegen Diamant-Spieler spielst als Silber 2-Spieler, ne? Ist schon scheiße sowas, denn da haben wir dann halt gehonert beide, damit der keine Reports kriegt. Sehr edel von uns, gell, lieber MC Dragon? Ja, kann gerade nicht so viel reden. Das habe ich schon gemerkt, ja. Boah. So, Mauer ist gleich fertig. Oh, kein Zeug mehr. Jo, warte, Moment. Well played, Leute. So. Und da haben wir die Mauer gleich fertig. Und haben gleich hier einen ordentlichen Platz zum Arbeiten. Vor der Burg. So. Du schlafst mal schon, wie ich das so mache. Weil theoretisch müsst ihr... Ich könnte es jetzt so machen. Dann nehme ich hier noch das ganze Sandzeug mit. So. Und bastel hier dann Zäune rein. Ja, das könnte ich also machen und dann mache ich das nämlich jetzt hier so. Und dann so und dann mache ich das und dann dies und dann den. Das sieht schon der der MC, der hat richtig viel Ahnung, was wir hier tun. Leider nein, leider gar nicht.